Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Zusammen mit Pater Karl Wallner, er ist Mönch des Stiftes Heiligenkreuz bei Wien, doziert dort Dogmatik, er ist Experte für Sakramententheologie und er ist verantwortlich für Missio Österreich. Pater Karl, wir beginnen mit einer persönlichen Frage an dich. Sehr geehrter Herr Pater Karl Wallner, sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, Ihre Sendung und viele andere Sendungen, wie die Mittagsmesse, Rosenkranz, Vorträge und so weiter, sehe ich sehr gerne an. Danke dafür. Ich hätte gerne gewusst, warum Pater Karl Priester geworden ist. Push. Ja, also. Liebe Grüße und Gottes Segen. Punkt, Punkt, Punkt. Eine Dame stellt diese Frage. Also ich muss sagen, es ist das Beste, das mir passieren konnte. Ich fühle mich da so wirklich auch, also ich könnte auch jederzeit sterben, weil ich denke, ich habe jetzt schon so ein erfülltes Leben gehabt, ja, und das hätte ich auch schon nach meiner ersten Messe sagen können, weil jede heilige Messe ist so wertvoll, dass es sich um ihretwillen schon auszahlt, Priester zu werden. Also meine Geschichte ist die, dass ich aus einer gläubigen Familie stamme. Ich habe sehr normal gläubige Eltern, bin auch gut geführt worden im Glauben. Und dann kommt halt diese Rebellion, diese Distanz mit 15, 16 und so weiter. Ich habe damals gelesen die Bücher von Konrad Lorenz. Das war ein österreichischer Nobelpreisträger, der für Verhaltensforschung ausgezeichnet worden ist und wollte unbedingt Biologie studieren. Ich habe Papageien gezüchtet und Nymphensittiche. Ich war ein bisschen verrückt, ja. Also ich wollte unbedingt Naturwissenschaftler werden. Immer mit dem Ziel, irgendwas Großes für die Menschen zu tun, ein Medikament gegen Krebs zu erfinden oder so. Wie man halt so mit 15, 16 jetzt eben sich in die Zukunft spinnt. Und dann kam Gott in mein Leben durch eine Einladung. Ich war damals 16 zur Legion Mariens, eine Jugendgruppe. Ich war damals der einzige Bursch, der dorthin gegangen ist, habe dort den Rosenkranz beten gelernt. Ich war auch die anderen waren alle Mädchen, das war sehr schön. Und dadurch bin ich wirklich in eine persönliche Beziehung zu Jesus gekommen, würde es mir so ausdrücken, ja. Also vorher war ich total, also ich habe das alles abgelehnt in der Kirche, also Papst und Zölibat und so weiter, wie man halt so liberal und blöd ist, wenn man halt, Entschuldigung, es ist ja wirklich nur zeitgeistig blöd, wie man da halt zeitweise ist, ja. Ich habe einen Jugendkollegen aus der damaligen Zeit, der mich gekannt hat, und der ist jetzt auch Priester und Mitbruder bei mir im Stift Heiligenkreuz, und der sagt immer, wenn man mich damals mit 16 reden gehört hätte, also wie ich damals über die Kirche geschimpft habe und wie ich also diesen dünnen Liberalismus, und ich weiß, dass ich damals noch fest davon, dass ich mit 18 dann gesagt habe, ich drehe das der Kirche aus, sobald ich volljährig bin und so weiter. Und dann, also dass ich jetzt Dogmatikprofessor bin und dass ich den Glauben, das muss ich wirklich auch sagen, hundertprozentig bejahe, den die katholische Kirche, ich habe den errungen dann auch, weil mich das wirklich interessiert hat. Warum, also ich bin wirklich, also das, was wir glauben, sage ich immer, ist eben kein selbst erfundener, fantasievoller, religiöse Vorstellungen. Fast hätte ich auf Österreichisch gesagt, Schmus, ja. Weil zusammendenken kannst du vieles. Aber die christliche Botschaft ist die Selbstoffenbarung Gottes, ja. Aber das ist jetzt schon Theologie. Meine Berufung kam dann in einem einzigen Augenblick während des Gebetes in unserer Pfarreikirche in Wampersdorf, von einem Augenblick auf den anderen. Ich weiß noch den Tag, die Stunde, den Ort, wo ich damals gekniet bin in der Kirche. Und dann hat's mir plötzlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich war weg vor, teilweise vor Schrecken, ja, aber auch vor Freude. Also, dass ich Priester werden soll und alle Lebenspläne, also Familie und Freundin und so weiter, das war plötzlich weg. Aber eine große Freude. Ich sage meinen, den vielen, die ich zum Priestertum auch führen durfte, sage ich immer, eine Berufung, wenn du die dann spürst, das ist wie wenn es dir den Boden unter den Füßen wegzieht und du im freien Fall plötzlich bist. Und das bleibt dir dann auch ein Leben lang so, weil du bist ja nie abgesichert und du hast viele Dinge nicht, die ein Leben normalerweise stabilisieren, aber du wirst auch zugleich von den Händen Gottes getragen. Das ist auch eine unglaubliche Ehre, wenn Gott einem dann verwenden möchte, weil man spürt ja dann, ich bin gar nicht fähig. Ich habe zum Beispiel vor dem Predigen Angst gehabt, ja. Wenn man dann spürt, dass Gott einen verwenden möchte,
um sein Reich und seine Liebe in der Welt auszubreiten. Eine ganz große Freude. Und wie gesagt, dass ich Priester geworden bin, dass er mich wollte, Gott, trotz meiner Fehler und Schwächen, das ist das Beste, das mir passieren konnte. Dieser Moment in dieser Kirche, wie genau oder was für ein Moment war das? War das eine innere Stimme? War das einfach eine Gewissheit? Ja. War das ein Wort, das du gehört hast? War das plötzlich da? Ja, also ich hatte ja nie daran gedacht, Priester zu werden. Ja, ich habe nie daran gedacht, Priester zu werden und auch meine ganze Lebenssituation und so. Ich war damals schon in der Legion Mariens und ich habe das sehr geliebt, auch dieses Gebet, wo nur alte Frauen waren damals in der Kirche. Das war ein Rosenkranzgebet vor der Freitagsmesse am Herz-Jesu-Freitag. Ich habe das sehr geliebt, ja, und ich habe auch sehr tief beten können dann. Und es war keine Stimme, aber plötzlich war das Gefühl da, Gefühl wie eine Stimme, ja, du wirst Priester, ja. Und es war nicht ein Gefühl, sondern es war ein Anspruch da, ja. Und ich wusste, dass das von Gott kommt, weil es kam nicht aus meinem Denken, es war gegen alle meine Wünsche und Lebensvorstellungen. Und in dem Augenblick weiß ich noch, also dass ein widersprüchliches Gefühl da war. Auf der einen Seite eine unglaubliche Freude, ja, dass Gott mir das zumutet. Und auf der anderen Seite, also Thomas, ich muss ja sagen, ich habe noch nie so ausführlich darüber gesprochen, ja, aber ich sage es jetzt halt mal, vielleicht hilft es auch jungen Menschen, die vielleicht auch auf der Frage, die Frage haben, kann ich Priester werden? Und dann war dieses Gefühl eine große Freude, dass Gott mich möchte, und eine große, wie soll ich sagen, auch Angst einfach, ja, Furcht, Angst, ja, wie soll das gehen, keine Familie. Natürlich steht dann plötzlich alles vor Augen, was man alles dann nicht haben wird im Leben. Und das ist schon, also wie gesagt, und das bleibt auch immer so, das geht ja nicht weg im Leben, auch wenn man dann in der Arbeit und so weiter und sieht, was für eine übernatürliche Welt man hier mit dem Priestertum jetzt auch betritt. Und ich habe das dann geheim gehalten auch. Ja, für mich war das so eine ganz, ganz große Sache, dass ich war damals am Beginn der Matura-Klasse, letztes Schuljahr, und ich habe das immer, ich habe es meinen Eltern nicht gesagt, ich habe es niemandem gesagt. Ich wusste auch nicht wie, ich wusste nur Priester werden und habe es dann einem jemanden gesagt, der gesagt hat, naja, wenn du so unsicher bist, wie und was, dann beginn doch mein Heiligenkreuz zu studieren. Also er hat gemeint, dass das zu früh ist, ins Priesterseminar zu gehen. Und ich habe dann mein Studium in Heiligenkreuz jetzt eben begonnen als Laienstudent. Ich war damals 18, gleich nach der Matura. Ich habe mit Auszeichnung maturiert. Und dann habe ich in Heiligenkreuz, und die zweite Berufung, die ich dann bekommen habe, die war viel schwieriger. Weil bei dieser grundsätzlichen Berufung zum Priestertum hat es mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen und das war völlig klar, ja. Also, dass Gott das will, Priester, okay? Aber ich wusste nicht wie. Und Weltpriester, Diözesanpriester, ich wollte auch immer Missionar werden. Also, ich wollte auch raus in die Weltmission. Aber wie und so weiter. Und dann habe ich eben in Heiligenkreuz wegen der Hochschule zu studieren begonnen. Und dann kam plötzlich nach einem Priestertreffen der Marianischen Priesterbewegung, das wir dort hatten mit einigen, wo ich als Student dabei sein durfte, kam plötzlich das Gefühl, ich soll in Heiligenkreuz eintreten. Und das wollte ich überhaupt nicht. Ich hatte dann einen ganzen Tag, ja, wo ich gerungen habe. Ich habe damals in einem Nachbardorf von Heiligenkreuz gewohnt, als Privatstudent. Und ich habe dann den ganzen Tag, war ich dort in der Kirche und habe wie irre gebetet, ja, weil ich wollte nicht eintreten in Heiligenkreuz. Ja. Und war dann am Abend beichten, bin dann schlafen gegangen noch. Das war eben diese zweite Berufung, habe noch in meinen Kalender, den habe ich noch geschrieben, ich trete niemals in Heiligenkreuz ein, ich werde Weltpriester, Diözesanpriester, bin am nächsten Tag aufgewacht und es war völlig klar, dass ich in Heiligenkreuz eintrete, bin zum Abt gefahren am selben Tag, es war ein Samstag, habe mich zum Noviziat angemeldet. Das war meine zweite errungene Berufung und ich wusste nicht, was das sollte, dass ich in ein Kloster, in die Verborgenheit im Wienerwald, Heiligenkreuz war damals das Ende der Welt, kann man sagen, ja, eingetreten bin. Aber Gott hat genau das verwendet dazu, dieses Einwurzeln dort, dieses Mönchwerden, eigentlich um meine missionarische, um mich als Missionar eben zu verwenden. In Heiligenkreuz für die Öffentlichkeitsarbeit und jetzt dann seit 2016 für die Weltmission. Also ich bin für diese
Grundberufung und dann für die Berufung nach Heiligenkreuz unendlich dankbar. Und ich möchte alle bestärken, eben jetzt sucht, sucht, sucht. Ja, Gott wird dann aber irgendwann einmal ganz klar zu euch sprechen. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dann springt vom Trampolin. Ja, springt vom Trampolin, wenn euch die Kirche annimmt. Es gibt nichts Besseres, als jetzt eben Priester oder in meinem Fall dann sogar Zisterzienser zu sein. Da nochmal eine Nachfrage. Du bist also nicht in ein diözesanes Priesterseminar eingetreten in Wien. Also du bist nicht zu der Gemeinschaft gegangen, die Jesus selber gegründet hat, wie ich das immer zu sagen pflege, sondern du bist Ordensmann geworden. Zisterzienser, der heilige Benedikt, schreibt ja in seiner Regel, wenn jemand neu ins Kloster kommt, ein Novize, dann soll man prüfen, ob er wirklich Gott sucht. Und diese Gottessuche ist für mich immer das, was Mönche besonders auszeichnet. Ja. Das ist ja wie im Hauptgebot, Gott über alles lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele. Auch die Regel dann bei euch, dass vom heiligen Benedikt her, dass dem Gottesdienst nichts vorzuziehen ist. Es ist so, Mönchsein ist so der Prototyp des Christseins, für mich wenigstens. Ja. Das kann man schon sagen, ja. Also ich kannte ja, also für mich, wie ich dort studiert habe in Heiligenkreuz, war ich beim Chorgebet dabei manchmal. Die haben das unendlich fad gefunden, wenn ich ehrlich bin, ja. So wie ich den Rosenkranz als Jugendlicher am Anfang fad gefunden habe. Und ich bin dort eben wirklich eingetreten im Gehorsam gegen einer sehr großen und erlittenen Berufung, also diese zweite Berufung dorthin. Und wir haben den Vorteil, dass wir diese Struktur haben des Gebetes und des geistlichen Lebens in der benediktinischen Lebensform. Wir als die österreichischen Zisterzienser, muss ich immer dazu sagen, wir haben seit 300 Jahren Pfarrseelsorge und ich bin dann schon mit 28 installierter Pfarrer geworden in einer Pfarre in der Nähe des Stiftes, die uns seit 200 Jahren anvertraut ist. Und dann plötzlich bist du Pfarrer und ich bin ja mit 18 direkt ins Kloster eingetreten. Ich hatte nicht gelernt, zum Beispiel jetzt selber Brevier zu beten. Das war völlig neu dann, ja. Also das war dann auch, wie strukturierst du dann deinen Tageslauf, jetzt bei Missio genauso. Ja, ich kann nicht eben jetzt, ich sitze oft wirklich 14, 15 Stunden am Computer jetzt mittlerweile, um Fragen zu beantworten, Briefe und so weiter. Und ich muss jetzt wirklich schauen und mir fehlt es sehr. Gott sei Dank, muss ich sagen, kann ich hier von Wien aus immer Heiligenkreuz zuschalten, die Mitbrüder beim Chorgebet. Da haben wir so eine geheime nur für uns Mitbrüder, weil wir wollen das nicht, dass wir da so in die Öffentlichkeit gehen. Aber das hat der Abt sehr klug eingerichtet. Und manchmal sitze ich um 5 Uhr in der Früh, ich tue daneben, muss ich ehrlich gesagt sagen, oft Dankbriefe auch unterschreiben und bin zugleich dabei beim Chorgebet in Heiligenkreuz. Aber das ist ganz wichtig, eben jetzt einer, der eine Berufung bekommt. Und ich möchte jetzt bitte auch über Frauen reden, weil es gibt auch geistliche Berufungen. Wir haben 680.000 Ordensfrauen, ja, weltweit. Wir haben 415.000 Priester. Ja. Also es gibt mehr Ordensfrauen, als es jetzt Priester und Ordensmänner gibt. Das ist kein Verzicht jetzt eben auf Beziehung und Liebe, sondern es ist eine neue Form der Beziehung und Liebe zu Gott. Allerdings, sie setzt voraus, dass der Bräutigam Christus einen wirklich gerufen hat. Und das geschieht durch Gefühle, muss das auch noch dazu sagen, weil ich jetzt so intensiv von mir gesprochen habe, das ist bei jedem verschieden. Ich habe inzwischen als Rektor der Hochschule ja hunderte Leute erlebt, die Priester werden. Wir haben derzeit von den 330 Studenten in Heiligenkreuz sind 180 schon Priesteramtskandidaten. Ja, also ich habe ein Gefühl, ich bin auch ein Trüffelschwein, ich glaube, ich rieche, wo Berufungen jetzt eben da sind, ja, und kann jungen Leuten da oft helfen. Weil ich selber auch so ein glücklicher Priester bin, vielleicht auch deshalb. Aber das ist bei jedem verschieden, ganz verschieden und bei manchen erst spät. Wir haben einen Pater Alban gehabt, der ist erst mit 70 eingetreten bei uns im Kloster und ist als Heiliger gestorben. War mein ältester Student, aber auch einer der heiligsten Studenten, die ich jetzt eben hatte. Und wir haben jetzt wieder auch ganz Junge, es kommen ganz Junge jetzt wieder. Ja, der Normalfall heute für die Berufung ist so nach Studium, wo man schon ein bisschen was erlebt hat und so weiter, wo man auch gespürt hat, das ist nur nicht so und ich möchte was Großes. Und dann kommt der liebe Gott. Manche ringen jahrelang und bei manchen geht's zack und auf einmal ist alles klar. Also Berufungen sind ganz verschieden. Aber unser Herr Jesus Christus ist dasselbe wie vor 2000 Jahren, wo am Seeufer von Galiläa gestanden ist. Er ist dasselbe wie vor 2000 Jahren und der auch heute jetzt eben und weltweit, schaut die Priesterpatenschaften von Missio, wenn ich die noch bringen darf und ein bisschen Werbung machen kann. Wir haben doch so viele geistliche Berufungen in Afrika.
dass wir gar nicht nachkommen, Seminare zu bauen, weil oft abgewiesen werden muss, weil die das nicht finanzieren können und so weiter. Also das ist ja eine völlige Irrmeinung, man könnte die Kirche retten, indem man übernatürliche Berufungen abwertet. Ja, und stattdessen, wie soll ich sagen, eine besoldete Form jetzt eben der Pastoral jetzt eben als das Hauptprinzip jetzt eben macht. Ich bin ganz für Pastoralassistentinnen und alles, was wir da haben, das sind großartige Laiendienste, die wir haben. Aber eine Berufung zum Priestertum ist eine Berufung in ein Sakrament. Und ein Sakrament ist etwas Übernatürliches. Und wir brauchen solche Berufungen, weil die Kirche nicht aus Fleisch und Blut besteht. Wir sind kein Religionsverein, sondern wir sind Ekklesia. Wir sind die Gerufenen, die Zusammengerufenen. Wir sind Kirche, das kommt von Kyrios. Der Herr, der Kyrios lebt durch diese Kirche jetzt eben konkret weiter und er tut es auch ganz konkret durch das Wunder der Berufungen, dass er einzelnen Menschen zum Ordensstand, zum Priestertum jetzt eben schenkt. Wir haben immer wieder die Frage, woher weiß ich, ob meine Berufung zum geistlichen Leben echt ist? Was würdest du hier antworten? Das ist bei jedem ganz verschieden. Das ist wirklich bei jedem ganz verschieden. Man braucht hier geistliche Begleitung, geistliche Leitung und ganz wichtig auch die Annahme durch die Kirche. Also zu mir sind, wie ich Rektor der Hochschule war, in diesen 20 Jahren viele gekommen. Die sind auch dann, muss ich leider sagen, oft von dem einen Seminar abgewiesen worden, von dem anderen, ohne dass ihnen klar gesagt worden ist, ja, was man über sie denkt. Und ich habe dann gesagt, ich werde mal beten, ja. Und ich habe dann vielen gesagt, also ich habe im Gebet klar die Erkenntnis, dass sie nicht Priester werden sollen. Ja? Und ich möchte sie bitten, es gibt so viele andere Dienste in der Kirche, weil es gibt schon bei manchen Leuten, die so fasziniert sind auch von der Heiligkeit des Priestertums, wir haben vielfach einen Kampf gegen das Priestertum, aber wir haben auch bei einigen so eine Faszination, die dann dazu führt, dass sie fast den lieben Gott stalken, ja, um jetzt eben Priester zu werden und sich dann irgendwas anhängen und ich muss jetzt eben Priester werden. Dabei fehlt die psychische Eignung, es fehlt die Stabilität, es fehlt auch die intellektuelle Eignung. Priester ist unglaublich belastend. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe bin ein bisschen schizophren und ich möchte jetzt da, vielleicht ist das Kloster eine Therapie oder der Ordensstand. Nein, im Gegenteil. Es ist eine so herausfordernde Lebensform, heute Priester zu sein. Du musst wirklich hundertprozentig gesund sein, psychisch, ja. Also es gibt den Grundsatz ja in der Dogmatik, die Übernatur setzt die Natur voraus. Die Gnade setzt die Natur voraus. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, ja, wir haben es ja auch bei diesen ganzen Missbrauchsgeschichten, wenn da irgendwas nicht stimmt, eine Unreife da ist oder eine falsche Orientierung, dann kann das Übernatürliche, kann diese Schiefheit des Fundaments nicht aufklären. Das Ganze wird schief. Und das große Gefahr, dass das Ganze dann kippt und stürzt und so weiter und so fort. Deshalb beten wir im Heiligenkreuz auch immer, wenn wir um geistliche Berufungen beten, erstens, dass jeder, der eine Berufung hat, sie auch erkennt, die Kraft bekommt, sie annimmt, dass Gott aber allen, die nicht berufen sind, den Eintritt in das Heiligtum verwehren möge, weil da kann ein ganz großer Schaden jetzt eben entstehen. Wenn jemand jetzt eben hier in der Kirche ein Amt bekommt, nicht nur Priestertum, aber dort vor allem auch ein Amt bekommt, aber hier keine Eignung da ist und dann eine Zerstörung erfolgt, die ganz dramatisch ist, wie wir sie ja gerade in den letzten Jahren so belastend erleben mussten in der katholischen Kirche. Das ist eine ganz große Sache. Darum wäre es so wichtig, liebe Leute, dass ihr für Priester betet. Ja, es wird nur diskutiert über uns. Die Pfarrer werden immer nur kritisiert. Ja, und bitte überlegt auch, ich bekomme ja 99% der Post, die ich bekomme, ist ja positiv. Aber manchmal kriegt man auch so gemeine Schreiben, wo man denkt, was fällt Leuten ein, die sagen, sie sind fromm, und die schreiben dann mit einer Bösartigkeit. Wisst ihr überhaupt, was ihr da bei mir, aber auch bei Bischöfen und so weiter, was ihr da anrichtet? Wir haben ja nichts außer unseren Willen, jetzt eben gut zu dienen. Und dann wird man hier niedergemacht und wird einem Niederträchtiges unterstellt. Es sind bei mir Gott sei Dank wenige. Aber ich weiß das auch ich habe Bischöfe weinend erlebt. Ich habe wirklich Bischöfe weinend erlebt, weil sie sagen, die Leute unterstellen mir Sachen und so weiter, die ich nicht bewältigen kann, ja, und ich versuche doch aus gutem Willen jetzt eben das zu tun, was ich bei der Bischofsweihe versprochen habe. Also bitte passt so ein bisschen auf, wie es mit uns Priestern umgeht, ja, weil wir sind nicht isoliert Priester.
Wir sind durch euer Gebet, durch eure Unterstützung, durch euer Wohlwollen, auch durch eure, wie soll ich sagen, Sympathien, ich sage immer, durch eure Verbundenheit ist ein wichtiges Wort. Ja, ihr könnt uns kritisieren, wir haben viele Fehler. Aber bitte, ja, wir haben dieses Amt nicht aus uns selber. Es ist uns sakramental überantwortet worden. Es ist etwas sehr Übernatürliches. Wir haben Fehler, wir sind Sünder, wir gehen zur Beichte, sollten zur Beichte gehen. Bitte betet für uns und unterstützt uns so gut ihr könnt, weil es gibt diese Kirche nur, das muss ich immer dazu sagen, mit diesen von Christus eingesetzten Sakramenten, in denen er selbst fortwirkt, und die Priesterweihe ist eines dieser Sakramente. Also wenn jemand sich fragt, ob er eine Berufung hat oder nicht, dann muss er sich selber fragen, kann ich mir das vorstellen, so ein Leben, als so ein geistliches Leben im Orden, in einer Diözese und so weiter. Ich rate auch immer dazu, frag andere, ob sie dich auch in dieser Situation sehen, ob sie sich das vorstellen können. Ja. Und das Dritte hast du ja auch schon gesagt, es ist ja letztlich der Bischof oder der Ordensober, der dann noch das kirchliche Ja zu dieser Berufung gibt und diese Berufung gleichsam absegnet. Das ist das eine. Das andere, wenn jemand in eine Gemeinschaft eintreten will, also in eine Ordensgemeinschaft, du hast gesagt, er muss stabil in sich selber sein, da gilt scheinbar das Gleiche, wie es überhaupt für Gemeinschaften gilt. Also eine Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn ich frage, was können alle anderen tun, damit es mir gut geht, sondern ich muss eigentlich mich einbringen, damit die Gemeinschaft gestärkt wird. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich die Gemeinschaft als Therapie mir vorstelle, wird es nicht funktionieren. Ja, also ich kenne jemanden, der unbedingt den Heiligenkreuz studieren wollte, der seit Jahren in psychiatrischer Behandlung ist und der unbedingt meint, er muss jetzt den Heiligenkreuz studieren, weil dieser Studienort, und es ist ein sehr heilsamer Ort, das muss ich sagen, ist die Therapie jetzt eben für seine psychische Situation, das funktioniert nicht. Ja, also eine Gemeinschaft gibt einem sehr viel. Also ich muss sagen, ich fühle mich auch in Heiligenkreuz, möchte ein bisschen Werbung vielleicht auch machen für die Berufungsstätte Heiligenkreuz, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Denn bei uns studieren ja 330 Studenten, davon 180, die schon entschieden sind. Und ein großer Pool auch von Studierenden, die kommen, weil sie auf der Suche sind nach ihrer Berufung. Ja, die dann in Studentenheimen privat jetzt eben wohnen, aber die diese Atmosphäre einfach brauchen, ein betendes, geprägtes Zisterzienserkloster. Zugleich haben wir dort Gebetskreise, wir haben eine rege Medienarbeit, wir haben ein Umfeld von verschiedenen Gruppierungen, eine Studentenverbindung und so weiter. Also man lernt dort mal katholisch glauben jetzt eben, das ist wichtig. Und meine Gemeinschaft in Heiligenkreuz ist sehr kraftgebend. Also wir sind, ich muss wirklich sagen, weil ich es hier anders teilweise erlebe, im Umgang mit, bitte jetzt nicht böse sein, wenn ich das auch so sage, mit Diözesanen, Gremien, Gruppierungen. Ich erlebe hier einfach auch in meiner Leitung der päpstlichen Missionswerke sowas wie Eifersucht. Und das habe ich in Heiligenkreuz nie erlebt in dieser Weise. Das muss ich wirklich sagen. Und wir müssen in der Kirche weg davon, dass jeder nur sein eigenes sieht und was der andere macht, wird nur eifersüchtig beäugt. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen uns schätzen. Es gibt viele Gruppierungen, das ist gut. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und nicht jetzt eben Ehre wegnehmen und durch Neid eben jetzt die anderen klein machen wollen. Ja, das muss aufhören. Und in Heiligenkreuz habe ich ja das Beispiel gehabt, ich bin so in der Öffentlichkeit, jetzt auch durch diese Sendungen über KTV und anderes. Ich war in der Öffentlichkeit, in der weltlichen Öffentlichkeit. Ich bin 2008 bei Wetten, dass gesessen. Ich war auf der Couch von Thomas Gottschalk mit unserer CD. Und ich kann bezeugen, nie war einer meiner damals an die 80, jetzt sind wir 100 Mönche, Mitbrüder eifersüchtig auf mich. Ja, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da irgendeiner sagt, ja, der Pater Karl und der und so weiter, sondern ich habe immer das Wohlwollen, die Unterstützung der Äbte gehabt, der Oberen, und diese Neidlosigkeit, ja, die ich da mir gegenüber erlebt habe, die versuche ich auch anderen gegenüber. Wir müssen die anderen groß machen und nicht klein machen. Wenn wir die anderen versuchen runterzudrücken in der Kirche, ja, dann machen wir zugleich die Kirche insgesamt jetzt eben klein. Das ist nicht jesuanisch, das ist nicht christlich, ja, sondern wir müssen uns gegenseitig eben groß machen. Aber noch einmal Werbung für Heiligenkreuz als Studienort. Da kann man einwurzeln und den Glauben mal kennenlernen, weil heute ist einfach die Realität, man braucht einfach Zeit, bis man seine Berufung erkannt,
angenommen, ausgereift hat, bis man den Sprung vom Trampolin jetzt eben wagt, ja, weil irgendwann muss man eine Entscheidung treffen und dann braucht es natürlich auch die Annahme in der Kirche. Das ist auch ganz gut, weil in Heiligenkreuz lernt man verschiedene Diözesen, Orden und so weiter kennen und das ist so ein Verteilungsort geworden, nicht? Also hier entwickeln sich Berufungen und dann gehen sie in die verschiedenen Orden und Gemeinschaften oder auch in die Ehe. Ja, das ist ja auch der Sinn jetzt eben, dass man das abklärt und wir brauchen auch wir brauchen gute Familien und Eheleute. Pater Karl, du bist Mönch geworden. Wir haben schon darüber gesprochen in dieser Sendung. Ein Mönch ist ein Gottsucher und der wird es immer bleiben. Das sind wir alle irgendwo. Ja. Und mich fasziniert es, dass bei euch das im Zentrum steht und natürlich auch das Gebet. Und das erinnert mich an eine Aussage von der Heiligen Mutter Teresa. Ein Rat an alle Menschen, die jetzt nicht nur auf der Suche nach ihrer Berufung sind, sondern auf der Suche nach Gott. Da hat sie gesagt, wenn du nach Gott suchst und nicht weißt, wo du anfangen sollst, lerne zu beten. Ja. Und mache dir die Mühe, jeden Tag zu beten. Einfacher, klarer Rat. Ich glaube, das kann man von euch Mönchen besonders lernen, in eurem Kloster auch besonders einüben. Noch die letzte Frage, bevor wir zum Gebet kommen. Pater Karl, würdest du wieder Priester werden, wieder Mönch? Wenn Gott mich ruft, ja. Also dieses Leben haben wir nur einmal. Ja, es gibt keine Wiedergeburt, keine esoterische Wiedergeburt. Ein einziges Mal. Und ich darf dem lieben Gott danken, weil er offensichtlich schon mich deshalb gewollt und geschaffen hat. So darf ich das ja aus der Retrospektive sehen, geführt hat auch durch meine Jugendzeit, weil er mich dann als Werkzeug wollte, nämlich im Dienstpriestertum, im geweihten Dienstpriestertum, um auch andere Menschen jetzt eben zu Christus zu führen. Wegen dieser Gottsuche möchte ich nur sagen, da habe ich als Jugendseelsorger, ich bin Dogmatikprofessor, ich kann sehr kompliziert reden, möchte ich nur sagen, ja. Ich bemühe mich aber hier immer etwas so zu reden, dass möglichst viele mich verstehen können. Und manchmal muss man in der Jugendseelsorge auch Sachen auf den Punkt bringen und ein bisschen sagen, so dass sie theologisch nicht ganz stimmig sind. Ich möchte es jetzt auch machen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Gott noch nicht kennt, ja, testet es aus. Austesten ist mein Wort, ja. Testet es aus. Sagt zu Gott, wenn es dich gibt, zeige dich mir. Das dürft ihr austesten. Er wird sich definitiv melden. Ihr braucht nur die Sensibilität dann zu sehen, wo er in eurem Leben zu euch spricht. Was nicht geschehen wird, ist, dass plötzlich eine leuchtende Feuersäule vor euch stehen wird. So tut das nicht, ja, sondern er tut es im Heiligen Geist. Er tut es durch Zeichen, er tut es durch andere, durch Einladungen, durch Gefühle, durch Stimmungen, aber manchmal auch durch ganz klare Erkenntnisse, die einem kommen und die dann anzunehmen als Geschenk des Heiligen Geistes und als Beweis dafür, dass Gott existiert und Beziehung mit dir möchte, das wünsche ich euch von Herzen. Lieber Pater Karl, danke für dieses Gespräch. Jetzt bitte ich dich noch um ein Gebet und den Segen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, auch in meiner Verantwortung als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, dass ich jetzt auf allen Kontinenten dein wunderbares Wirken erleben darf in den vielen, vielen geistlichen Berufungen, die du gerade in Afrika und Asien schenkst. Ich möchte dir von Herzen auch für meine Berufung danken und auch für die vielen Menschen in unserem Europa, in Deutschland, Schweiz, Österreich, die eine Berufung in ihrem Herzen tragen. Ich bitte dich, gib, dass wir in der Kirche diese Berufungen wieder mehr lieben, denn sie sind dein großes, übernatürliches Geschenk für die Zukunft der Kirche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Mögen der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und bleiben Sie gesund.